Jen from Beefhead Videos. This is a message for Mr. Travis Touchdown. Just calling to remind you that you haven't returned one of our rentals. Let's see here. It's titled Big German Jugs Collection Number 23. Be sure to return it soon. Have a nice day. Congratulations, Mr. Touchdown. Your registration for the 9th UAA rank is now complete. Thank you very much for your cooperation. In addition, we have faxed you some information about the rankings in case you wish to continue your ascent. As a friendly reminder, there will be a small nominal fee to participate in ranked fights. Thank you for your understanding, and have a nice day. So, die UAA informiert mich hiermit darüber, dass ich für den nächsten Kampf 200.000 Landsquid Birdrider verdienen muss, quasi. Müssen wir überweisen. Okay. Ist kaum mehr als beim ersten Mal eigentlich. Essen wir mal schnell was. N64 im Regal. Cool. Beste Konsole. Eine davon. Spielen wir mit Jean noch ein bisschen, bevor wir gehen. Ah. Schläft auf der Couch. Mumpy-Zeit. There. Cool. Haben wir schon einen neuen Film oder so? Nee. Na gut, dann gehen wir noch schnell speichern und dann reiten wir wieder los. Hallo Kater, da kommt mein Jean-Katze. Ja, hi. Okay, wir können auch so spielen, Linky, kein Problem. Ja, so ein penetranter, nerviger Kater. Er geht einfach nicht weg. Oder hält sich still. Mach irgendwas, leg dich jetzt hin oder geh. Mensch. Ja. Ja, schon gut. Oh, gleich zwei. Thunder Rue Building und noch ein anderes Building ist jetzt offen. Und Area 51. Oh, und boah, alles. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ich glaube, in irgendeinem können wir neue Moves lernen. In einem gibt's Kleidung und den anderen weiß ich nicht. Alles von Nintendo ist das Beste, das stimmt. Tabletop-System zum einen schon ausgenommen. Hatte ich nie, aber ist bestimmt in Wirklichkeit auch super. Die benutzen das alle nur falsch. Die wissen gar nicht, was die an ihrem Virtual Boy haben wahrscheinlich. Ja, die waren halt mit Virtual Reality ein bisschen früh dran. Das funktioniert ja jetzt noch nicht so hundertprozentig. Wo zur Hölle fahren wir hin, Travis? So wird das nix. Ich suche den Laden. Ich weiß nicht, wo der ist. Ah, hier. Au, Kater, hör bitte auf, dich in mein Knie zu krallen. Hey, don't lay a single finger on anything. Willst du dich nicht vielleicht lieber auf den Tisch legen hier? Hier wäre auch Platz noch für dich. Statt auf meinen Schoß. Okay, fass hier nichts an oder ich bring dich um. Na gut, ich würde gern mal dein Waffensortiment sehen. Der Tsubaki. 98.000, wie viel habe ich denn? Oh, ich habe über 1 Million. Nee, Quatsch, ich habe über 100.000. Aber dann, das ist schon teuer. Aber ich glaube, den kaufen wir. Warum nicht? Ein Prototypmodell. Das da? Ja. Bitteschön. Und dann haben wir noch Teile. Was haben wir hier? Einen Accelerator. Beam-Katana-Accessoire.
Ja, versteckte Schätze kann man damit finden, wenn man das in seinen Griff baut. Okay, kaufen wir. So, jetzt sind wir zwar ziemlich pleite, aber wir haben jetzt quasi investiert in mehr Schätze. Insofern, Katzenstream, ja, ist ein bisschen blöd, sonst würde ich das machen. Aber die Kamera hat so, weil ich ja hier im Wohnzimmer jetzt sitze und umgebaut habe, hat die nicht viel Spielraum. Die Katze schon, die Kamera nicht. Kater, Hilfe, warum hilft mir denn niemand? Ich höre einfach auf, ihn zu streicheln, dann geht er vielleicht. Ach, jetzt geht er eh. Danke, Kater. Das ist manchmal anstrengend. Au, echt voll ins Knie gekrallt. Trottel. Warum ist eigentlich, wo kommt der her mit meinem Moped? Wer hat das geklaut? Warum war das woanders? Ja, okay. Und trotzdem bringt er mir es immer wieder. Nein, niemals. Spinnst du? Sudala. Dann schauen wir mal noch in die anderen beiden Läden, die eröffnet haben. Entschuldigung. Thunder Ryo, das ist wahrscheinlich der Wrestling-Shop. Da ist ein Bild von einer Katze oben. Bei den ganzen Schwarz-Weiß-Bildern von den wahrscheinlich alten Kampfsportmeistern oder so ist eine Katze dabei. Sehr gut. Mit Anzug. Oh ja, das. Du willst das. Komm hierher. Ich lerne dir ein bisschen was. Zieh dir deine Klamotten aus. Aus, aus. Du musst deine Klamotten ausziehen, um das zu machen. Ja, ja, ja. Wollen wir loslegen? Zieh dich ganz nackt aus. Jetzt streck deinen Hintern raus. Raus damit. Halt dich still. Du kannst niemanden töten, wenn du nicht eine starke Stellung hast. Also, ja, doch, doch. Nein, nicht deine Arme, deine Hüften. Hast du noch nie... Ja, im Grunde muss ich es übersetzen mit gekackt. Auf einer japanischen Toilette. Eine starke Pose. Exzellent. Genau so. Jetzt deine Unterhosen ausziehen. Jupp, der creepy Trainer. Ja, wie ist das? Magst du das? Okay. Die sind aber billig. Die lernen wir alle. Rumble. Meine Beam-Katana-Kombo wird dadurch länger. Sehr gut. Okay, 30 Übungen. Wie in Maniac Mansion, so ein bisschen. So, perfekt. Cool, bessere Katana-Kombos sind immer gut. Oh, ich dachte schon, wir haben nur noch 600. Nein, wir haben zum Glück 10.600. Na, dann ist gut. Hi Pia, hallo, wie geht's? Cool, dass du doch noch geschafft hast, vorbeizuschauen. Freut mich. So, Bench Press. Was kriegen wir dafür, wenn wir das machen? Increase Strength. Ja, kann man immer brauchen. Oh, damn it. Die wollen echt, dass ich echt schnell drücke. Okay. Die Spinnen. Ah, mir geht's grundsätzlich gut. Aber das ist echt anstrengend. Ah. Ah, komm schon. Ah. Hi, Lord Kilavite. Wie in San Andreas, genau.
Es ist auch so ein bisschen GTA das Ganze, nur ein bisschen over the top und bescheuert. Okay, meine Stärke hat sich ein bisschen erhöht. Und jetzt machen wir noch Squats. Oh, Squats finde ich in Wirklichkeit so krass. Die mache ich immer bei Ring Fit. Aber der macht die ganz falsch. Okay, geschafft. Unsere maximale Vitalität hat sich ein kleines bisschen erhöht. Sehr gut. Na gut, mehr können wir jetzt hier momentan eh nicht machen. Wir sind zwar jetzt ziemlich pleite, aber das hat sich gelohnt. Ah, das, du gehst schon. Das ist es. Komm wieder. Training is not over. Training is never over. Na gut, dann gibt es jetzt noch den Klamottenladen. Da fahren wir jetzt natürlich noch hin, aber ich befürchte, da können wir uns kaum noch was leisten. Warum werden mir denn hier so rote Punkte angezeigt auf dem Radar? Muss ich mal schnell gucken, ob ich da ohne Motorrad was machen könnte hier. Ah, hier vibriert zumindest wirklich. Ah. Voll Crusader, dankeschön. Wow, what happened? Verrückt. Da regnet wieder Herzchen ins Glas. Cool. Dankeschön. Irgendwie verstehe ich es nicht. Es vibriert irgendwie überall gleich, habe ich das Gefühl, hier in so einem gewissen Gebiet. Ah, ja! Checkpot. Sehr schön. Cool, weiter geht's. Okay. Durch den Lockdown ist die Hölle los bei uns. Ich arbeite ja in einem großen Labor, was für den ganzen Baden-Württemberg zuständig ist. Aha. Und warum ist dann so viel los in dem Labor aktuell? Come on in, brother. Take a good look around. Don't judge a book by its cover, okay? Das ist einfach mein persönlicher Stil. Man should stick to his guns, you know? Der Schuster sollte bei seinen Leisten bleiben, glaube ich. Kann man das übersetzen? Make a good selection now, bro. Sei dir sicher, bevor du was kaufst, okay? Aber jetzt entscheide dich bald mal. Oder ich lass dich hier nicht mehr rein, bro. Ich werde hier noch wahnsinnig. Ich bin hart zu mir selbst und zu meinen Kunden. Aber das ist einfach der richtige Weg, das hier zu tun. Weißt du? Na gut, schauen wir mal. Neue Sunglasses. Nehmen wir mal die pinken. Nein, kann ich mir die nicht mal mehr leisten. Gott, wir sind so pleite. Wir können uns, glaube ich, gar nichts leisten. Neues T-Shirt könnten wir uns leisten. Na, warum nicht? No More Heroes. Viva Lucha Libre finde ich schon ziemlich cool. Lible. Hm. Aber Warning Radioactive ist schon auch echt nicht schlecht. Eat. Gorgon. Finde ich alle cool eigentlich. Ach, alle schicken Proben. Ja klar, natürlich. Und das habe ich jetzt gar nicht gedacht. 1000 pro Tag. Ja, ja. Ich kann ich mir vorstellen. Für 70 Stück... Man braucht für 70 Stück, also ein Lauf im Gerät, 4 Stunden. Wow, okay. Krass.
Ja, ich habe, da habe ich jetzt an die Tests habe ich gar nicht gedacht, dass die ja irgendwo auch ausgewertet werden müssen. Wir könnten uns noch einen Gürtel leisten, aber ich glaube, das bisschen Geld, das wir haben, spare ich jetzt. Pass auf dich auf, Brother. Wir haben zumindest ein neues T-Shirt. Hey, ich glaube, wir müssen aber jetzt nach Hause, damit wir unser Laserschwert noch wechseln können. Unser Katana natürlich. Aber den Schatzfinder haben wir scheinbar. Die werden mir schon überall auf der Minimap angezeigt. Wir könnten auch Schatz suchen. Aber da mache ich lieber andere Minispiele. Ja, das ist mir ein bisschen zu vage, dieses Schatzsuchen. Und richtig viel kriegt man auch nicht. Na gut, auf nach Hause. Irgendwo muss ich jetzt abbiegen. Mist, ich glaube, ich habe die Ausfahrt verpasst. Fahren wir einmal um den Block. Okay. Haben die auch von den Werten her einen Unterschied oder sehen die nur anders aus? Weil ich finde eigentlich, Bloodberry ist schon ein cooles Schwert auch, aber ein cooles Beam-Katana. Aber jetzt nehmen wir schon das Neue, oder? Ach, das ist eh schon ausgerüstet. Ja, dann behalten wir das. Na, dann gehen wir nochmal kurz speichern, wenn wir schon hier sind. Auf Saint Row the Third finde ich total genial irgendwie. Der dritte gefällt mir echt richtig gut. Ist aber auch der einzige der Reihe, der mir wirklich gut gefällt. Der vierte dann leider nicht mehr. Die ersten beiden auch noch nicht so. Okay. Verdienen wir ein bisschen Geld für den nächsten Bosskampf. Wie gesagt, ich finde, also so von meinem Empfinden her und meiner Erinnerung nach, geht das Spiel nach dem dritten oder beim dritten Bosskampf im Grunde erst so richtig los. Da kommen dann die coolen Charaktere. Ich meine, der war jetzt schon auch, der Stadionsänger war jetzt schon auch nett und so, ist schon, ja, aber... Jetzt geht's erst richtig los. Aber erst müssen wir einen Haufen Kohle verdienen. Ich fahre mal zum Arbeitsamt. Machen wir mal ein paar... Mal schauen, was es noch so an Jobs gibt, außer Kokosnüsse sammeln. Ich kann mich nur noch an Rasenmähen erinnern. Aber da gibt es noch ganz viele andere, die alle bekloppt sind. Entschuldigung. Ah, stopp. Ich bin schon da. Oder da. Da vielleicht. Ich finde immer dieses blöde Arbeitsamt nicht. Da ist es. Na dann. Okay. Why you come here, third rate man? Ja, irgendwie hat der vierte mit diesen, diese Alien-Thematik ist dann irgendwie ein bisschen zu eintönig auch, finde ich. Weil der dritte Teil ist auch so abwechslungsreich. Der ist auch over the top, aber da geht's noch relativ normal los und dann eskaliert's immer mehr. Und dann gibt's plötzlich irgendwie Zombies und futuristische Superwaffen und alles Mögliche. Aber da eskaliert es so langsam und dann eben am Schluss Aliens. Und genau, der vierte geht dann eben mit der Alien-Bedrohung los
und bleibt dann auch so. Und dann kriegt man halt Superkräfte, aber irgendwie ist es doof. Okay. Krass. Ja, das glaube ich schon, dass da echt viel los ist. Ist eh ganz klar. Wird, befürchte ich, wahrscheinlich noch mindestens ein halbes Jahr so weitergehen, oder? Wenn es reicht. Aber wird auch wieder anders. Okay, neue Jobs. Kokosnuss sammeln und Straßenmähen, genau. Der andere, an den ich mich noch erinnern konnte. Machen wir den mal. Und dann machen wir ein paar Auftragskiller-Arbeiten. Vor dem Lockdown waren es schon ein paar Stück, aber jetzt sind es 1000 am Tag. Ich habe geschätzt, dass das davor so die Hälfte waren ungefähr. Ah ja, krass. Okay, der Rasenmähermann ist da. Es gibt Träume in den unausgesprochenen Regeln von Santa Destroy. Ein verwurstelter Rasen erwartet dich in der Zukunft. Ein labyrinthartiges Haus oder Anwesen mit einem riesigen Pool und einem brillanten grünen Rasen. Genau wie die Gott der Handwerker auf das Ende ihres langen Tages warten. Der Gott des Rasens wird auf dich herablächeln. Auf alle, die ihn mähen. Schneiden, schneiden, schneiden. Jetzt. Okay, machen wir. Wie kommt der immer so schnell dahin? Ich meine, jetzt habe ich mich verfahren, aber der Arbeitsamtkerl ist überall. Immer. Rasenmähen. Cut back the wildly grown grass. Press A. B rückwärts. Use the stick left or right. To turn L. Okay. Das klingt leicht. Na, läuft doch ganz gut bis jetzt. Was man nicht alles tut, um die Nummer 1 der Auftragskiller zu werden. Ich glaube, ich krieg die Fläche ziemlich weggemäht. Also, bin mir nicht sicher, ob das vielleicht auch mein Auftrag ist. Ich dachte, ich muss so viel mähen wie möglich. Aber wenn ich mir den Timer und die Fläche so ansehe, vielleicht muss ich wirklich alles mähen. Na, mal schauen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss so viel, wie ich schaffe, machen. Ich habe mal während des Studiums oder beziehungsweise eigentlich nach dem Studium quasi, so im Übergang, habe ich eine Zeit lang als Hausmeister gearbeitet. Und da musste ich auch immer Rasen mähen und das mochte ich immer echt gern.
Kopfhörer rein, Podcast anmachen und dann diese riesigen Flächen einfach mähen, Linie für Linie. Das war cool. Richtig schöne meditative Arbeit für... Also ich glaube, ohne Podcast wäre ich wahnsinnig geworden, aber so mit Podcast auf den Ohren ist das eigentlich die perfekte Arbeit. Schnell, das Büschel holen wir uns noch. Und das da drüben auch. Und das da auch noch. Okay, mehr schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Good job. 99. Ah, jetzt hätte ich schon gern noch ein Grasbüschel. Das wäre gut gewesen. Dann hätte ich 100 geschafft. Aber es war trotzdem Gold. Wir haben fast 30.000 Landsquid Birdrider verdient. Perfekt. Wie viel brauchen wir? 100? 200.000, ne? Krass. Das war ein Kloster, an dem ich Hausmeister war. Ein katholisches Kloster. In Bayern sind die quasi überall. Deswegen ist das gar nicht so ungewöhnlich. So. Hey, du Drittklässler. Ich habe noch einen Job für dich. Etwas ein bisschen shady. Ja, das kennen wir schon. Wir haben wieder einen neuen Auftragskiller-Job freigeschaltet. Das war schon eine witzige Zeit. Es war auch so bizarr irgendwie. Es ist schon weird, so ein Kloster. Für mich als nicht-religiösen Menschen ist das schon irgendwie eine weirde, weirde Welt. Aber der Job war wirklich gemütlich und cool. Und die Schwestern waren noch fast alle ganz nett und so. Es hat alles, war alles nett. Ach so, ich bin ja schon vom... Das ist ja ein Service. Ich bin ja schon vom Assassinen-Auftragsbüro. Sehr cool. Hallo, Travis. Hallo. Ah ja. Kill until you die. Töte, solange du lebst, bis du stirbst. Die Mission endet, wenn dein Leben ausläuft. Ja, keine Ahnung, machen wir das mal. Pro Kill 2000 Landsquid Bird Riders. Na dann, machen wir das. May you find your older brother? Ich habe echt gesucht. Ich habe nirgends eine rote Jacke gefunden. Eine rote Lederjacke mit so einem hohen Kragen, wie er sie hat. Ich hab's wirklich versucht. Aber es ging nicht. Ich meine, ich muss auch sagen, ich wollte keine Echtlederjacke. Ich habe nach veganen Jacken gesucht. Das schränkt natürlich das Feld ein. Ich war froh, dass ich überhaupt eine Jacke gefunden habe, die in die Richtung geht wenigstens. Okay. Immer dieses Parkhaus, ne? Mach's gut, Fallen Crusader. Gute Nacht. Bis bald. Okay, einfach so lange Leute töten, bis wir tot sind. Gut. 3, 2, 1. Die Waffe ist voll gut für Wrestling-Moves. Au, au, au. Oh.
Die neue Waffe haut ganz schön rein. Die hat coole Kombos. Sind wir fertig? Ja, tatsächlich. Na, guck. Die haut echt, die Kombos von der sind echt irre. Vor allem, weil der die harte Kombo jetzt gleich mit einem Kick eröffnet. Dadurch sind alle immer sofort benommen und können Wrestling gemoved werden. Voll cool. 30.000. Oh, das dauert noch ewig, ey. Man muss in dem Spiel zwischen den Kämpfen so viel grinden teilweise. Aber gut, machen wir gleich den nächsten Job. Nicht lang jammern, sondern lieber mehr Leute umbringen. Aber da hinten ist irgendwie was vergraben, wenn ich schon hier bin. Schauen wir mal, wo das ist. Oh, das klingt nass, das Gras. Ah, ich spüre überhaupt nichts vibrieren, aber hier soll es... Ah, hier ist es irgendwo. Hier war es gerade ganz stark. Nee, wirklich nicht. Ach, diese Schätze suchen ist echt nervig irgendwie. Ich weiß schon, warum ich das früher nie gemacht habe. Okay, da war gerade was ganz... Nee. Irgendwie ist das nämlich einfach echt komisch. Das vibriert irgendwie... Ich weiß nicht genau. Ah, juhu. Aber andererseits 10.000 ist halt leicht verdient. Für den Job haben wir gerade 30.000 bekommen. Da ist das schon irgendwie weniger Arbeit. Jetzt wären wir halt zufällig gleich wieder direkt beim Arbeitsamt, ne? Schauen wir mal, ob es noch einen neuen Nebenjob gibt. Yo, the Cluedo. Gute Nacht. Oh je. Ich hoffe... Das klingt schlimm.